kommen wir tatsächlich zum Tagesordnungspunkt 28. Und da darf ich aufrufen, in der Fraktionsreihenfolge würde beginnen, diesmal die AfD-Fraktion, Herr Orban. Dann ist Bürgerfraktion, Verzicht, oder doch, Herr Dr. Bösel, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich empfehle die Beschlussfassung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung. Dort hat der Stadtrat beschlossen, es wird kein Zuschlag erteilt und zweitens, es wird dem Oberbürgermeister empfohlen, die Ausschreibung aufzuheben. Wird CDU, Herr Karten, bitte. Ja. Herr Oberbürgermeister, aus meiner Sicht müsste dieser Tagesordnung eigentlich ja von der Tagesordnung genommen werden, weil der Rat eine andere Entscheidung getroffen hat. Das geht natürlich technisch jetzt an dieser Stelle nicht, deshalb müssen wir entsprechend abstimmen und da ist der Bericht aus dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung eine gute Vorlage und über den sollten wir jetzt abstimmen, der Sie entsprechend beauftragt, diese Vergabe aufzuheben. Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. War ein Geschäftsordnungsantrag. Ja, ich habe Sie aufgerufen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktion Die Linke wird dieser Vergabe zustimmen, weil nur mit dieser Vergabe zeitnah die benötigten Radverkehrsanlagen an der Albertstraße errichtet werden kann. Wir haben gerade erlebt, wie hier blumige Bekenntnisse zum Radverkehr abgegeben worden sind, die anschließend mit einer negativen Bescheidung einer Vorlage, eines Baus für Radverkehrsanlagen beschieden worden sind. Schlimmer kann man die politische Kultur auch nicht beschädigen. Und es ist noch, im Prinzip ja ist ja auch klar, was passiert. Sie werden heute Abend ganz wenig reden, weil im Kern steht ja der Vonovia-Antrag. Die Vonovia kontrollieren, sie legen Wert darauf, dass dieser Tagesordnungspunkt dann gegen 9:45 aufgerufen wird, wenn sozusagen die Ränge leer sind, dass Ihnen diese Peinlichkeit dieses Antrags entgeht. Aber die Albertstraße, Sie haben im Prinzip sich alle Dinge herausgesucht, bis auf eins, nämlich die ausführliche Vorstellung dieses Vorhabens im Ausschuss für Verkehrsentwicklung, Stadtentwicklung und Bau. Dort ist im Prinzip schon vor 2 oder 3 Jahren, wo Herr Dr. Mohaupt eine Verkehrssimulation vorgeführt worden, dass es vollkommen unschädlich ist, Radstreifen zu errichten an der Albertstraße, dass es für den Autoverkehr überhaupt keine Verschlechterung bedeutet, weil diese 2 Spuren landwärts eigentlich nicht benötigt werden. Das liegt an den Kreuzungsbeziehungen und dass deswegen das die einfachste, wirtschaftlichste und effizienteste Art ist, dort eine Radverkehrsanlage zu bauen. Was ansonsten an Alternativen besteht, sie bestehen im Prinzip östlich der Albertstraße nicht, sie bestehen westlich nur ungenügend. Dort würden wir den Radverkehr, den durchgehenden in die Parkbeziehung, also in den ruhenden Verkehr auf der Sarasani-Straße leiten, müssten anschließend relativ aufwendig in Anschluss an die Kreuzung Corona-Platz schaffen. Das ist keine Alternative. Sie können sich gerne melden, Herr Dr. Böhme-Korn. Ich bin auf Ihren Beitrag auch gespannt. Ich komme noch mal zurück auf die Verkehrssimulation. Ich kann mich ja noch mal melden, Herr Donhauser, wenn Sie das interessiert. Ich komme noch mal auf den Stadtentwicklungsausschuss zurück. Ich rede zur Albertstraße. Und dieser Vergabe liegt das ja zugrunde. Es geht darum, dass im
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau, beruhigen Sie sich bitte hier auf der rechten Seite. Ja, es passiert gar nichts Schlimmes. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau haben Ihre Leute mit da gesessen. Herr Thiele war mit dabei, Herr Fischer war mit dabei. Irgendjemand wird auch von der AfD mit dabei gewesen sein. Die glänzen ja in letzter Zeit sehr im Ausschuss für, durch Abwesenheit. Und von den Genannten hat vor 2 bis 3 Jahren zu dieser Verkehrssimulation keiner Muff und Maff gesagt. Sie haben geschwiegen. Es wäre ja für eine Opposition eine krönende Aufgabe gewesen, für ein als wichtig empfundenes Thema einen Antrag zu stellen und das anders zu machen. Aber nein, es gab Konsens, dass diese Radverkehrsanlage so vernünftig ist. Und jetzt, wo die Vergabe ansteht, fällt es Ihnen ein, dass es mit einmal nicht mehr so ist. Damit kommen Sie mit Ihren Einwendungen zu spät. Sie kommen zu spät. Sie haben herbeigeführt, dass Firmen Angebote abgegeben haben, dass die das jetzt im Prinzip vergebens getan haben, vergeudet Arbeitszeit. Die Preise für die Sanierung dieser Straße und für die Herstellung dieser Radverkehrsanlage werden in der Baukonjunktur weiter steigen. Das ist Ihre Verantwortung. Es scheint im Prinzip auch Sie überhaupt nicht zu interessieren, was Sie hier anrichten. Und es geht, wie gesagt, um 2 Radstreifen. Es geht nicht, wie in München gestern, um eine Verkehrswende, die dort beschlossen worden ist. Und wahrscheinlich müssen dann die Wahlen erst andere Mehrheiten bringen, die solide sind, die im Prinzip nach vorne gerichtet sind und die dann auch die Stadt im Prinzip nicht zur Verkehrsfläche machen, sondern zum Lebensraum. Und das werden wir dann am 26. Mai entscheiden. Stimmen Sie bitte dieser Vergabe zu, korrigieren Sie Ihre Fehlentscheidung von eben und lassen Sie uns endlich diese Radverkehrsanlage bauen, damit wir hier endlich mal dieses Problem vom Tisch kriegen. Mit Ihnen auf der rechten Seite wird überhaupt kein Radweg in Dresden gebaut werden. Vielen Dank. Geschäftsordnungsantrag, Herr Donhauser. Er hat beantragt, nach Ende der Fraktionsrunde auf Abschluss der Debatte. Gegenrede, Herr Lichti. Vielen Dank, Herr Donhauser. Ich möchte Ihnen widersprechen. Ich habe schon das damals erlebt, wie Sie mit der FDP schon mal die Mehrheit hatten. Das war vor ungefähr 15 Jahren in diesem Stadtrat. Und da war es damals auch üblich, dass Sie jede Debatte mit Ende der Debatte weggestimmt haben. Sie haben sich immer beklagt darüber, dass Rot-Grün-Rot, als wir hier die Mehrheit gestellt haben, haben wir Debatten nie auf diese Art und Weise beendet. Jetzt haben Sie seit 2 Sitzungen die Mehrheit und Sie führen hier undemokratische Sitten ein. Das ist ein Graus. Sie sollen sich schämen. Es ist ein Geschäftsordnungsantrag gestellt. Die Gegenrede ist erfolgt. Deswegen bringe ich es zur Abstimmung. Wer für Ende der Debatte nach der Fraktionsrunde ist, den bitte ich jetzt um sein positives, ansonsten negatives Stimmzeichen. Ja. 36 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so angenommen. Weiter Geschäftsordnungsantrag, Herr Green. Jetzt? Ja, Herr Oberbürgermeister, ich möchte, dass ins Protokoll aufgenommen wird, dass ich Sie darauf hinweise, dass dieser Antrag, den Sie zugelassen haben, diesen Geschäftsordnungsantrag, nicht rechtens war. Unsere Geschäftsordnung sieht vor, dass nach Abschluss der Debatte der Antrag gestellt werden kann. Er kann nicht gestellt werden im Hinblick auf die Zukunft nach dem Abenden der Fraktionsrunde, sondern erst wenn die Fraktionsrunde rum ist, erst dann kann der Antrag gestellt werden. Bitte ins Protokoll, ich habe Sie darauf hingewiesen, das wäre jetzt gar nicht zulässig gewesen, die Abstimmung. Wir machen weiter mit der Fraktionsrunde. Es sind Bündnis 90 Die Grünen dran, Herr Schulz oder Herr Löse macht es. Ja, liebe Kollegen, das ist heute, glaube ich, keine Sternstunde des Stadtrates und
Ich wünsche uns jetzt mal alle, dass wir nach dem Mai dann wieder ein bisschen zur Vernunft kommen. Zum Reden des Oberbürgermeisters, da will ich doch nochmal darauf hinweisen, bei aller Wertschätzung, Herr Hilbert, aber das war dann schon die Pirouette der Pirouette, die Sie uns heute hier vorgemacht haben. Und ich meine, Kollege Schmidt-Lamontin ist jetzt nicht in der Lage, ihn hier zu widersprechen, aber ich will schon für die Öffentlichkeit mal darstellen, dass natürlich in der Dienstberatung des OB über diese Vorlage als Informationsvorlage informiert wurde. Insofern war klar, was hier geplant ist. Wir haben letztes Wochenende 600 Leute bei einer Demo erlebt, die sehr spontan dahin gekommen sind, sich aufs Radl geschwungen haben. Und da frage ich mal, Herr Zastrow, wo ist denn Ihre Demo, von der Sie ableiten, dass die Leute das so sehen, wie Sie das hier sagen? Oder glauben Sie, jeder, der mit dem Auto über die Albertstraße fährt, der hat dann dafür gesprochen? Das ist ein bisschen einfach, oder? Ein bisschen einfach. Und der OB sagt, er will also hier Radverkehrsanlagen auf der Albertstraße, ich zitiere Sie jetzt, Herr Oberbürgermeister. Es war Wochenende, Sonnabend, da haben Sie viel Zeit, das heißt so. Vielen Dank, ich hätte sonst darum gebeten, dass das hier mal gestoppt wird, sozusagen, dass ich meine Zeitanfall habe, ja? Der Herr Oberbürgermeister hat ausgeführt, er ist für Radverkehrsanlagen auf der Albertstraße. Genau das hat der Baubürgermeister hier uns in der Planung vorgelegt. Genau das wollten wir hier beschließen. Und jetzt sagt der Oberbürgermeister, dass er das im Prinzip als rechtsmäßig erachtet, wenn genau dieser Beschluss von Ihrer Seite hier dem entgegengetreten wird. Ich möchte gern wissen, wie die Verwaltung sich dazu verhält, dass diese Vergabe hier heute aufgehoben werden soll. Ich möchte gern wissen, wie sie das rechtlich bewertet und bitte daher den Bürgermeister auch um diese Stellungnahme. Ich glaube, wir tun der Stadt hier wirklich überhaupt keinen Gefallen, für eine Sekunde so ein Scharmützel hier zu veranstalten. Wir hätten das bauen können. Es gibt in Dresden eine große Sensibilität für die Frage Radverkehrssicherheit und Bau von Radverkehrsanlagen. Ich nehme aus der Debatte positiv tatsächlich heraus, ich nehme Sie jetzt beim Wort, Herr Zastrow und auch Herr Thiele, dass Sie interessiert sind, dass da eine Radverkehrsanlage hinkommt. Sie wissen aber auch, und das wurde auch ausgeführt im Ausschuss, dass das eine große Zeitverzögerung bedeutet. Wir hätten das jetzt klären können. Wir sind letztens mal maximal auf Sie zugekommen, haben gesagt, wir nehmen alle Ihre Punkte sozusagen auf in den Versuch, probieren das dort. Sie haben sich diesem Ansinnen verweigert. Sie hätten, Herr Zastrow, jederzeit im Ausschuss oder ein Vertreter Ihrer Fraktion uns genau mit so einem Antrag dort beglücken können, da hätten wir reden können. Es ist uns bekannt, und das sage ich auch ehrlicherweise, will ich einfach mal sagen, dass Herr Thiele bei dieser Frage im Ausschuss ASB natürlich immer nachgefragt hat. Das ist so. Und das sage ich jetzt auch. Dann wäre es, wenn Sie es wirklich so gewollt hätten, gut gewesen. Sie wären genau mit diesem Bedenken, mit dem konstruktiven Vorschlag gekommen und wir hätten es dort geklärt. Jetzt richten Sie aus meiner Sicht einen großen Scherbenhaufen an. Wir hoffen, dass wir es dann im Interesse der Radfahrer der Stadt noch gekittet kriegen. Jetzt würde ich gerne Auskunft haben vom Oberbürgermeister, wie er das sieht, wenn wir hier das Vergabeverfahren heute anhalten, ob das rechtswidrig oder rechtskräftig ist oder wie Sie das beurteilen. Vielen Dank. Als nächster Redner für die SPD, Herr Steinmann-Fischer. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Ja, der Prozess ist interessant, auch das nochmal so mitzuerleben im letzten halben Jahr im Stadtrat. Es gab einen Antrag gegen das Geschäft der laufenden Verwaltung, der hat eine Mehrheit bekommen. Es gab einen Widerspruch, das sei rechtswidrig. Es gibt jetzt einen Widerspruch zum Widerspruch und der Stadtrat hat erneut entschieden. Und als SPD-Fraktion bleiben wir logischerweise bei dem, was wir glauben, was sorgfältig geplant wurde. Und da ist zum einen eine sorgfältige Planung, das hatte ja, ich glaube, Herr Löser oder Herr Schulte-Wissermann schon ausgeführt. Nee, es war Herr Wirz. Wir hatten vor 2 Jahren schon mal eine größere Verkehrsprognose, Verkehrssimulation gemacht, damals mit dem Fokus auf die große Meißner Straße. Und bei dieser Verkehrssimulation war selbstverständlich die Albertstraße dreispurig drin, und zwar 2 Spuren statt einwärts, 1 Spur statt auswärts. Und die Verkehrssimulation hat gezeigt, es war überhaupt kein Problem, es wurde wie selbstverständlich hingenommen, dass das so ist. Und der Verkehr lief. Was wir auch, und was auch den Vorwurf entkräftet, dass wir hier ideologisierte Politik machen, was wir auch auf dieser Basis gemacht haben, ist zu entscheiden, dass die große Meißner Straße 4-spurig bleibt. Denn das hat die
Verkehrssimulation auch gezeigt, dass diese Straße so nicht schmaler machbar ist, weil es die Hauptabfuhrstraße der Carola-Brücke ist. Wenn man das möchte, muss man entweder größere Anzahlen an Autofahrern in den öffentlichen Nahverkehr oder in den Radverkehr bringen. Wenn das nicht geht, müsste man vielleicht auch mal über eine dritte Brücke im weiteren Westen nachdenken. So. Wir bleiben auch dabei, was die Verwaltung, in dem Fall das Rechtsamt, sorgfältig aufgeschrieben hat, noch letzte Woche im Ausschuss nochmal klar dargestellt. Die Vergabe kann nicht aufgehoben werden, rechtsmäßig. Wir werden schadensersatzpflichtig. Und das wurde auch gegen verschiedene Argumente, auch das Argument, was Sie hier gerade vorgetragen haben, wurde da vorgetragen, verteidigt. Das klang für mich sehr plausibel und war, glaube ich, auch sehr sorgfältig ausgearbeitet. Deswegen können wir auch die anderen Positionen nicht nachvollziehen, würden auch die Vergabe so positiv beschließen und den Auftrag vergeben, damit wir zeitnah Radverkehrsanlagen bekommen. Vielen Dank. So, und jetzt zum Abschluss der Fraktionsrunde. FDP-Fraktion, das Wort gewünscht? Nein? Dann sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Geschäftsordnung, Herr Engemeier. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich bitte den Beigeordneten für Stadtentwicklung und Bau um eine Stellungnahme zu dieser Vergabe. Danke. Ich habe Ihnen ja schon eine Stellungnahme gegeben gehabt und habe auch schon nach dem ersten Beschluss natürlich auch mit der Landesdirektion dazu Kontakt aufgenommen. Und es, so wie ich es vor uns ausgeführt habe, das ist das Souverän dieses Hohen Hauses, dass Sie demokratische kommunale Selbstverwaltung selber wahrnehmen können. Und wenn Sie das unter den Abwägungen der entsprechenden auch Konsequenzen tun, dann steht Ihnen das zu. Herr Scholbach. Meister, jetzt. Ich bitte Sie einfach noch mal um Beantwortung folgender Frage. Ich will jetzt das tatsächlich nicht für ein Co-Referat missbrauchen. Ich habe einfach die Frage, weil ich das jetzt nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Und zwar, Sie hatten ja widersprochen zu diesem Beschluss mit Ihrem Schreiben vom 31. Januar. Und in diesem Widerspruch haben Sie Gründe angeführt, aus denen der Stadtrat verpflichtet ist, die Vergabe vorzunehmen. Und wenn er die Vergabe nicht vornehmen würde, handelte er rechtswidrig. Wenn Sie gestatten, ich will es wirklich nicht missbrauchen, will ich eine ganz kleine Passage aus Ihrem Schreiben zitieren, weil ich möchte es gerne nachvollziehen. Gestatten Sie, Herr Oberbürgermeister? Sie schreiben, zwingende logische Konsequenz des Beschlusses zu A0517 aus 19 wäre der rechtswidrige Abbruch des Vergabeverfahrens. Ein Aufhebungsgrund nach § 17 VOBA wurde nicht benannt und kann voraussichtlich auch nicht mit der erforderlichen Sicherheit glaubhaft gemacht werden. Dann führen Sie aus, unter welchen Voraussetzungen eine Ausschreibung aufgehoben werden kann. Und dann führen Sie fort, da Angebote eingegangen sind, die den Ausschreibungsbedingungen entsprechen, und auch die Vergabeunterlagen nicht geändert werden mussten, war allein zu klären, ob andere schwerwiegende Gründe im Sinne von § 17 Absatz 1 Nummer 3 VOBA vorliegen. Dann führen Sie die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes aus und führen fort, diese Interessenabwägung würde hier gegen die Stadt ausgehen, weil ihr die Durchführung des ausgeschriebenen Vorhabens nicht aufgrund vergabeverfahrensbezogener Mängel, unvorhersehbarer finanzieller oder anderer äußerer Umstände unmöglich oder unzumutbar geworden ist. Ausschlaggebend für den Abbruch wäre vielmehr eine politische Entscheidung des Stadtrates, die auf geänderten Mehrheitsverhältnissen und damit auf einer veränderten Prioritätensetzung beruht. Vergaberechtlich stellen geänderte politische Vorstellungen grundsätzlich keinen anderen schwerwiegenden Grund dar, der zur schadensersatzfreien Aufhebung des Vergabeverfahrens berechtigen würde. Wenn ich also das, was Sie in Ihrem Widerspruch vom 31. Januar 2019 vorgetragen haben, hier zugrunde lege, wenn ich diesen Maßstab zugrunde lege,
dann liegt doch hier jetzt kein entsprechender Aufhebungsgrund nach § 17 Absatz 1 VÖBA vor und der Stadtrat wäre ihre Ausführungen zugrunde gelegt, verpflichtet, eine Vergabe vorzunehmen. Und ich möchte jetzt einfach mal wissen, besteht nun diese Rechtspflicht oder nicht? Also ich habe mich dazu geäußert und wer dann am Ende der Tage meint, dass mein Verhalten falsch war in der Äußerung, der kann das hier entsprechend prüfen lassen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über Vergabevorschlag auf der einen Seite, oder besser gesagt anders, es ist beantragt worden, den Wirtschaftsförderungsausschuss Bericht vom 6. Februar, wenn ich das richtig wiedergebe, zur Grundlage zu nehmen, der vorsieht, dass keine Zuschlag erteilt wird und es dem Oberbürgermeister 123 empfohlen wird, die Ausschreibung aufzuheben. Wer diesem Ausschussbericht vom 6. Februar Wirtschaftsförderung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Ja, 37 Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen, bei keiner Enthaltung wäre so angenommen. Wir hatten bei der Herr Bösel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich wollte kurz mein Abstimmungsverhalten erklären und im Rahmen dessen erklären, dass es ja im Gegensatz zu dem, was Herr Schollbach jetzt dargelegt hat, nicht nur eine politische Erwägung ist, diese Vergabe aufzuheben, sondern dass wir auch im Wirtschaftsförderungsausschuss vergaberechtliche Aspekte dort besprochen haben, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Und es durchaus also auch von daher gerechtfertigt ist, aus vergaberechtlichen Gründen diese Ausschreibung aufzuheben und nicht allein oder nur oder ausschließlich auf politischen Gründen. Im Gegenteil, die vergaberechtlichen Aspekte haben mich dazu bewogen, so abzustimmen, wie ich abgestimmt habe. Wir setzen noch eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Bitte schön, Herr Schäuber. Das ist eine Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Ich habe nicht selbst eine Position vertreten, sondern ich habe aus dem Widerspruch des Oberbürgermeisters vom 31. Januar 2019 vorgetragen und dazu eine Frage gestellt, weil mir die Haltung des Oberbürgermeisters zwischen der letzten Stadtratssitzung über seinen Widerspruch hin zur heutigen Stadtratssitzung nicht als konsistent und logisch erscheint. So, wir setzen in der Tagesordnung mal fort, haben den nächsten Tagesordnungspunkt Nummer 21, Kitasanierungsprogramm fortsetzen, Auslagerungsstandorte bauen, überschrieben.